Was wir heute machen, wir werden uns heute mal so diese, ja, Asianudeln nenne ich die mal, machen. Und das ist ein super einfaches Rezept. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen die Nudeln vorkochen. Danach hauen wir das Gemüse rein, werden das ein bisschen vorkochen. Dann werden wir das Ganze in den Wok schmeißen. Dazu werde ich übrigens schöne Grüße an Cynex, den Guten. Denn der wunderschöne Mensch hat mir einen neuen Wok zukommen lassen. Der ist aus Gusseisen. Hier. Sehr schön. Und da werden wir heute mal unser Essen drin machen und kredenzen. Dazu brauchen wir ein bisschen Knoblauch. Zwiebeln. Ich mache da sehr gerne Möhren rein. Ich möchte heute Kohlrabi mal probieren. Ob das da drin schmeckt, ist eigentlich nicht so gängig. Wir brauchen Eier, wir brauchen Nudeln und wir brauchen, ganz wichtig, Sojasauce. Des Weiteren brauchen wir noch zum Anbraten Erdnussöl oder Sesamöl. Ich werde Sesamöl nehmen für den besonderen Geschmack. Das wird super tasty, tender und moist. Das Ganze machen wir natürlich vegetarisch heute, weil meine Freundin wird mitessen. Hier ist das Ding. Damit könnte man Menschen töten. Ich hoffe wirklich, dass er groß genug ist für das ganze Essen. Naja, wir bereiten mal das Gemüse vor. Wir nehmen einfach die große Möhre. Weil ich möchte das ein bisschen vorkochen heute, damit es nicht zu bissfest ist. Dazu werden wir erstmal die Möhre schälen und dann werden wir jetzt erstmal die Möhren fertig machen, den Kohlrabi fertig machen, das alles schön slicen und vorbereiten, bisschen kochen, bisschen Salz rein und dann können wir das nämlich nachher einfach mit in den Wok reinballern. Das Gericht ist übrigens sehr leicht, also ist jetzt nicht so, als wenn man sich das in den Pansen haut und danach gleich nochmal Mittagsschlaf machen möchte, was ich persönlich immer an Essen sehr, sehr gut finde, wenn die Gerichte so aufgebaut sind. Wir nehmen uns mal so einen halben Kohlrabi, nicht mehr. Ich bin übrigens der schlechteste Kohlrabi-Schäler, den es gibt, muss ich dazu sagen. Den lasse ich nämlich eigentlich immer von meiner Freundin schälen, weil ich, weiß ich nicht warum, aber ich kriege das immer hin, dass der nicht vernünftig schmeckt und super sehnig ist. Keine Ahnung warum. Ich glaube, ich muss den Kohlrabi einfach zweimal schälen, damit das funktioniert. So, das müsste eigentlich schon fast gut sein hier. Hier ist alles so weit ab. Also hoffe ich zumindest. Wir nehmen uns jetzt die Möhren. Halbieren die erstmal. Dann schneiden wir das in kleine Streifen. Also ich kann das natürlich nicht so klein wie sehr gute Köche. Weil ich mir sonst nämlich in die Hände schneide. Schneiden wir das hier in der Mitte durch. Und dann lassen wir das einfach so in solchen Streifen. Das könnte, glaube ich, sehr gut werden. Dann nehmen wir uns den Kohlrabi. Da machen wir nämlich genau dasselbe. Das schneiden wir hier schön dünn weg. Ich habe noch nie Kohlrabi in Asiannudeln gegessen. Ich bin durchaus gespannt. Kohlrabi ist für mich eins der leckersten Gemüse, muss ich dazu sagen. Gefällt mir immer sehr gut, ist immer sehr schön vom Geschmack her. Deswegen wollte ich das heute ausprobieren, ob das in irgendeiner Form gut ist. Warum ich das nochmal koche, ist ziemlich simpel. Kohlrabi ist sehr bissfest und ich persönlich mag bissfestes Gemüse zwar sehr gerne, aber ich mag das nicht in Essen, also im gekochten Essen. Deswegen kochen wir das Ganze gleich nochmal kurz vor. Ein bisschen. Und dann machen wir uns hier schöne kleine Streifen und dann hauen wir das in den Topf rein und kochen das nochmal kurz an. Muss man nicht unbedingt machen, aber ich persönlich bin davon doch eher ein größerer Fan. Gerade Kohlrabi und Möhren ein bisschen zu kochen. Wenn das Gemüse fertig ist, werden wir die Nudeln in das Wasser schmeißen, damit die da auch ein bisschen sich auflösen. Währenddessen machen wir die Zwiebeln und den Knoblauch. Denn Zwiebeln und Knoblauch sind das A und O in einer Nahrung. In einer Nahrung, sage ich schon, in einem Essen. Für mich sind Zwiebeln und Knoblauch fast in jedem Gericht fast Pflicht. So, dann werden wir den Knoblauch noch fertig machen.
Den kloppen wir auf und dann können wir das abpulen hier, das Ganze. Einfach Messer drauflegen und draufkloppen und danach pult sich das wie von alleine und setzt auch schön die Aromen frei vom Knoblauch. Also falls sich jemand mal gefragt hat, warum Menschen immer auf ihren Knoblauch kloppen, A, weil es sich leichter pult und B, weil es die Aromen des Knoblauchs freisetzt. Dann schneiden wir den Knoblauch schön in kleine Stückchen. Es gibt ja Menschen, die mögen den nicht in so großen Stückchen. Ich persönlich bin da ein sehr großer Fan von. Also auch von größeren Stücken von Knoblauch. Zwiebeln machen wir schöne halbe Ringe. Versuchen wir mal relativ dünn zu machen. Sehr gut. Dann haben wir die Zwiebeln und den Knoblauch vorbereitet. Das Gemüse ist vor sich hin am Köcheln. Dann warten wir kurz, bis das fertig ist und dann machen wir die Nudeln in den Topf. Lassen die Nudeln auch noch mal kurz gehen. Und währenddessen wir die Nudeln machen, werden wir schon mal hier drin alles so ein bisschen anbraten. Wir wollen das Gemüse auch ein bisschen anbraten, den Knoblauch, die Zwiebeln. So, dass das nachher alles sich schon mal kennengelernt hat ein bisschen. Und wir daraus was Leckeres zaubern können am Ende. So, das sollte reichen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob ich hier irgendwo einen Sieb habe. Dann machen wir kurz kaltes Wasser an, damit uns die Spüle nicht verzieht. Dann kippen wir das hier rein. Und dann werden wir hier drinnen gleich noch die Nudeln kochen. Wir machen nicht ganz so viel, weil wir müssen ja nicht den ganzen Tag immer am Fretten sein. Dafür gibt es einfach hier solche, ja, ich nehme immer sowas hier. Also ganz normal Asian-Nudeln, da kann jeder nehmen, was er will. Es gibt ja auch die Vollkorn-Version von, wenn jemand auf Vollkorn steht. Davon gibt es auch Dinkelnudeln. Und also da ist auf jeden Fall die Auswahl ist groß und gegeben. Dann nehmen wir uns jetzt einfach zwei so eine... Hey, da habe ich einfach mal kurz mit der Flinte auf den Herd gedrückt. Dann nehmen wir uns einfach zwei so eine Dinger, die schmeißen wir hier rein. Lassen das kurz ein bisschen ankochen, dass sie aufgehen. Und dann kümmern wir uns jetzt währenddessen um das Gemüse und die Zwiebeln und bereiten das schon mal im Wok vor. Wir machen das einfach mal heute auf der Seite. Das geht nämlich auch. Dankeschön übrigens an Sinex nochmal. Der Gute, der hat nämlich von meiner Wishlist mir zwei Pfannen und den Wok gekauft. Ist also in Benutzung, mein Guter. Ist in Benutzung. Oh, das wollte ich schon die letzten, weiß ich nicht. Ich glaube, 3 oder 4 Tage wollte ich mir die machen, weil ich die so gerne esse. Und ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft, ne? Aber heute gehen wir rein. Da werden wir noch ein bisschen runterdrehen, damit uns die Sachen nicht verbrennen. Induktionsherd ist nämlich das andere schnell. Nehmen wir uns hier noch so einen Schwenker. Kleiner wie das alles. Wie gesagt, wir drehen ein bisschen runter, so auf mittlere Hitze. Dann lassen wir das jetzt alles hier ein bisschen anbraten. Wir können zwischendurch vielleicht noch mal einen Happen Erdnussöl reinmachen. Sorgt auch immer noch für ein bisschen Geschmack. So, auf mittlere Hitze lassen wir das jetzt mal ein bisschen gehen, dass sie ein bisschen glasig werden, dass der Knoblauch und die Zwiebeln sich kennenlernen. Und dann knallen wir das Gemüse mit rein, dann werden wir schön das Gemüse mit durchschwenken. Dann machen wir schon mal den ersten Happen Sojasauce rein, damit das schön ins Gemüse einzieht. Und dann machen wir das Ganze mit den Nudeln nachher nochmal. Und am Ende kommen noch mal ein paar Eiers. So 2, 3. Dann lassen wir das alles schön anbraten. Und dann sind wir nachher eigentlich schon fertig, abgeschmeckt. Super einfaches Gericht, ist sehr, sehr lecker, ist relativ leicht für den Magen. Also es gibt ja immer so gewisse... Ja, es gibt ja so gewisse Nahrungsmittel, also so beschreibe ich das ja, ich bin dazu ja nicht belesen. Es gibt so Essen, da bist du total platt, wenn du das gegessen hast, weil dein Körper einfach die ganze Zeit versucht, die Sachen zu verarbeiten, die du in deinen Körper reingeschmissen hast. Und dann gibt es ja noch die Nahrungsmittel, die du dir tonnenweise reinwerfen kannst, wo dein Körper aber bei weitem nicht so viel Kraft aufwenden muss, um das zu verarbeiten. Das ist eins der Gerichte, wo dein Körper nicht ganz so viel verarbeiten muss.
was ich persönlich sehr mag. So, die Zwiebeln sind glasig, dann hauen wir das Gemüse noch mit rein. Dann werden wir gleich den, Herd wieder auf volle Luzi drehen. Dann werden wir den Herd auf volle Luzi drehen und werden das alles mal so ein bisschen schön knackig und scharf anbraten. Erstmal schön vermengen hier. Die Bude, das Sieb nehmen wir jetzt einfach und schmeißen den Müll rein, damit wir das einfacher zum Mülleimer kriegen. So, dann drehen wir den Salat auf volle Möhre. Eine schöne 9. Da wird es gleich losknistern. Und dann machen wir nämlich gleich zum Geschmacklichen, damit sich das hier nochmal abrundet, machen wir noch ein bisschen Erdnussöl rein. Kannst du einfach reinmachen. Machst du so einen Happen rein für den Geschmack. Ah, da hören wir es schon sizzeln. Da wird losgezizzelt. So, dann nehmen wir uns die Nudeln. Knattern wir auch damit rein. Das Rezept ist übrigens nicht von Moneyboy oder sonst irgendwem, sondern einfach nur. Also, ich habe das gelernt von meiner Freundin. Die hat mir das mal gezeigt, weil die wollte irgendwann Bratnudeln haben. Und ich habe Bratnudeln ein bisschen anders interpretiert als sie. Und dann hat sie mir das gezeigt. Und das ist das Ergebnis. So, wir lassen den Herd trotzdem immer noch auf volle Pulle. Wir wollen das hier schön anbraten. Aber wir gehen trotzdem ein bisschen runter von der Geschwindigkeit. Also so ein bisschen über mittlere Hitze. Und dann nehmen wir uns noch ein ganz kleines bisschen Chili für die Schärfe. Dann nehmen wir Chiliflocken. Nehmen wir ein ganz kleines bisschen drauf, nicht viel, damit wir ein bisschen Schärfe drin haben. Und dann kommen wir eigentlich zum Herzstück dieses Gerichtes. Die gute alte Sojasauce. Die Flasche hat es hinter sich. Daher kommt nämlich das schöne Braune an den Nudeln. Die sehen nicht so braun aus, weil man sie so gut angebraten hat, sondern durch die Sojasauce. Das habe ich auch nie gewusst. Habe ich auch erst vor kurzem entdeckt. Und dann lassen wir das jetzt hier erstmal sich kurz ein bisschen noch kennenlernen vom Geschmack her. Und dann werden wir das kurz mal abschmecken. Lassen wir das hier schön bei einer 5, lassen wir das gehen. Wohlbemerkt, ich habe einen Induktionsherd. Also wie das bei euch ein Herd zu Hause ist, weiß ich nicht genau. Bei mir ist 5 wahrscheinlich normaler Herdgeschwindigkeit. Also Mopsgeschwindigkeit bei mir. Und bei euch ist das schon Hyperparallaxen, Zeitreisen, was auch immer, Geschwindigkeit, Stargate, T-Alk, MacGyver. Der Kohlrabi ist schon durch, auf jeden Fall. Dann gehe ich davon aus, auch, dass die Möhren durch sind, weil Möhren brauchen fast, könnte man sagen, genauso lange wie Kohlrabi. Und dann nehmen wir mal kurz eine Verschmeckung vor hier. Kannst du so stehen lassen. Also ich persönlich finde es sehr, sehr gut. Und jetzt kommt noch das kleine Geheimnis oben drauf, und zwar die Eier. Sonst habe ich das immer so abgegeben, aber das war dann nicht genehm. Das heißt, wir drehen jetzt nochmal die Butze auf volle Möhre. Kommt auch gute Schärfe noch durch vom Chili, und dann klatschen wir die Eier nochmal rein. Das rundet das Ganze nochmal ein bisschen ab, mischen das ordentlich durch. Und dann hast du quasi fast... Nee, dann hast du nicht fast, sondern dann hast du im Endeffekt genau das gemacht, was dein Lieblingsasiate um die Ecke macht. Der aber trotzdem, muss man dazu sagen, das immer noch 20 Mal geiler macht, weil der weiß, was der da veranstaltet. Dann werden wir das Ganze hier auffüllen, und dann werden wir zum Geschmackstest zur Dame des Hauses. Und werden mal abchecken, was für eine Bewertung wir kriegen. Habt ihr keine Bewertung gehört? Wir hören sie. Es war eine 9 von 10, Leute. Ich habe eine 9 von 10 gekriegt. So, das ist meine Portion. Und dann habt ihr für 2 Mann quasi Essen gemacht. Die Alarmglockenbande ist zum ersten Mal da. Wow, ihr seid Feuer, Baby.